Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Café Zero Sleeping Beauty. Tada to wa iwanai yo. Sono yukue fume no oba o sagashite ageru. Kedo sono kawari. Boku no chousa mo tetsudatte hoshii. Ich biete dir das nicht einfach so an. Ich werde dir helfen, deine vermisste Tante zu finden und du hilfst mir bei meinen Nachforschungen. Watashi no tetsudai nante hitsuyou deshou ka? Brauchst du wirklich meine Hilfe? Futari de yatta hou ga tanoshii janai ka? Zusammen sollte es mir Spaß machen. Kanzen ni asobi kankaku de wa arimasen ka? Das klingt, als wäre es ein Spiel für dich. Katai koto iwanai de yo. Sei nicht so verklemmt. Das könnte ein neuer Wendepunkt für mich sein. Aber ist es okay, wenn ich meine Pflichten als Hausmädchen so ignoriere? Du achtest nicht auf dich, aber nimmst deinen Job so ernst. Ich habe nichts gesagt. Ich sehe es in deinem Gesichtsausdruck. Was, wenn es eine Anweisung von mir wäre, sollte das nicht in Ordnung sein? Eine Anweisung vom Dorfbewohner Karl? Tust du so, als würdest du nicht verstehen, was ich sage? Vielleicht ist es keine schlechte Idee, seinen egoistischen Wunsch zuzustimmen. Ich habe sowieso nicht mehr lange zu leben. Na schön, wir haben einen Hinweis gekriegt. Wirklich? Ich freue mich so, Saya. Aber ich erwarte nicht, dass du meine Tante findest. Sie wird seit 15 Jahren vermisst. 15 Jahre? 15 Jahren? Sein Gesichtsausdruck ändert sich sofort. Ethan-sama. Herr Ethan? Sollte... Hat es etwas mit dem großen Vorfall bei den Ashfords zu tun, mit den vermissten Leuten? Ich kann diese Möglichkeit nicht außer Acht lassen. Wie auch immer, das wäre alles für heute. Du solltest zurück zur Villa gehen, Saya. Ich gehe nach Hause, wenn ich mit dem Einkaufen fertig bin. Du meinst es wirklich ernst mit deinem Job? Ich hoffe, du wirst von mir lernen, Karl. Kapiert, Partner. Das Abendessen heute war auch lecker. Nathan sagt wie immer nichts. Darf ich den Tisch abräumen, junger Herr? Arigatou. Ja, danke. Herr Nathan sagt nichts und geht direkt zurück in sein Zimmer. Aber ich glaube, Herr Ethan verhält sich nicht wie ein Adeliger, wenn er so nett zu einem Hausmädchen ist. Ich kehre besser auf mein Zimmer zurück. Oh, fast hätte ich es vergessen. Saya, komm bitte später in mein Zimmer. Kaschikomarimashita. Verstanden? Ah ja, hübsch eingerichtet ist was anderes. Komm herein. Entschuldigen Sie mich, junger Herr. Are, sore nani? Was ist das? Tee, junger Herr. Haben Sie nicht deswegen nach mir gerufen? Warum sollte ich dich dafür rufen? Nimm deine Pflichten nicht so ernst. Warum haben Sie dann nach mir gerufen? Natürlich, um über das von vorhin weiterzureden. Oh, wovon sprechen Sie, junger Herr? Versuchst du mich zum Narren zu halten? Wollen Sie wieder Karl sein? Wir sind hier nur zu zweit. Es sollte in Ordnung sein. Herr Ethan mag es wirklich, mir Ärger zu bereiten.
Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Es liegt an mir. Ich bin hier der Herr. Also, was meinen Sie? Worüber wollen Sie weiterreden? Ich will dich mehr über deine Tante befragen. Ich kann Ihnen nicht viel sagen, da ich sie nie selbst kennengelernt habe. Sag mir so viel, wie du weißt. Was für einen Job hatte sie? Sie war eine Hebamme. Hebamme? Er scheint tief in Gedanken versunken zu sein. Erinnert er sich dabei an etwas? Herr Ethan? Ah, tut mir leid. Ich dachte nur gerade, dass deine Tante wohl wirklich in den Ashford-Vorfall verwickelt war. Als die Hebamme, die bei ihrer Geburt geholfen hat, Herr Ethan? Er hat jetzt nicht ja gesagt, aber ja. Warum forschen die so viel über die Ashford-Familie nach? Ich dachte, es wäre nur ein Spiel für ihn, aber so wie er darüber denkt, scheint es ziemlich ernst zu sein. Es macht den Eindruck, als hätte er seine eigenen Gründe. Ich war gerade wieder voll drin, sorry. Seit wir Kinder waren, hat uns Barclay vorgeschrieben, wie wir zu leben haben. Aber nachdem ich das erste Mal draußen war, ist mir klar geworden, dass das, was ich für normal hielt, gar nicht normal ist. Hast du nicht ähnliche Erfahrungen? Ich fürchte nicht. Seit wir geboren wurden, leben wir in dieser Villa. Wir gehen selten zum Hauptanwesen der Ashfords in der Hauptstadt. 15歳になったら、バークレーが僕たちから次の伯爵になる人間を選んで、一緒に首都に行くことになっている。僕が外に出る必要はそもそもないんだけど。 Barclay wird einen von uns zum Grafen ernennen, wenn wir 15 werden, und dann gehen wir zusammen in die Hauptstadt. Deswegen müssen wir nicht wirklich rausgehen. Das steht alles im Testament, das Barclay gefunden hat. Es ist immerhin kein schlechter Plan. Ja, da könntest du recht haben. Dasselbe habe ich auch gehört, bis ich von dem schlafenden Biest gehört habe. Ich verstehe. Herr Ethan hat eine andere Wahrheit entdeckt und jetzt stellt er sein bisheriges Leben in Frage. Diese Wahrheit schmerzt ihn. Tut mir leid, dass ich dir solch eine düstere Geschichte erzählt habe. Ist schon in Ordnung. Entschuldigen Sie mich, junger Herr. Gute Nacht. Ich habe bloß dieselbe Routine wie gestern wiederholt, aber irgendwie kam mir der Tag heute länger vor. Ist es, weil ich eine andere Entscheidung getroffen habe? Ich habe vorher nur das Haus sauber gemacht, aber wird es wirklich verhindern, dass ich zu diesem Café komme, wenn ich andere Entscheidungen treffe? Vielleicht sollte ich das herausfinden. Wie lange willst du mich noch warten lassen? Mir war nicht klar, dass er in der Ecke meines Zimmers gestanden hat. Schlaf einfach. Warte. Aber er hat nicht vor zu warten. Nanda, Monku demo aru no ka? Was, beschwerst du dich? Ich wünschte, du hättest mir wenigstens Zeit zum Umziehen gegeben. Meine Kleidung war beim letzten Mal ganz verknittert und das war ärgerlich. 俺の前で着替えたいというのか?
Oh Gott. Willst du damit sagen, du willst dich vor mir umziehen? Tut mir leid, deine Methode ist doch nicht ganz so schlecht. Nun, dann zeig mir den Hinweis für heute. Nicht schlecht. Danke. Schließe wieder deine Augen. Ein kurzes Gespräch. Vergangenheit. Partner werden. Hey, bist du noch nicht wach? Nein, das mache ich nicht nach. Oh, sind Sie das, Herr Barclay? Ist etwas Schlimmes passiert, dass du dich so betrinkst? Ja, es ist alles wegen ihm. Sprich nicht so über ihn. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ihr euch kennt. Es ist immerhin ein kleines Dorf. Du hast recht, trotzdem. Kanpai. Prost. Versuchen Sie mich noch betrunkener zu machen, als ich sowieso schon bin? Du brauchst nicht noch mehr zu trinken. Ich bin gerade erst angekommen und meine Happy Hour beginnt ihr gerade erst. Sie sind sehr spät heute. Ist Ihr Job so hart? Ja. Nee, ich finde, er macht Spaß. どうした? Was? いえ、私たち Redet ihr mir einfach da rein. Nichts. Wir sind erst seit kurzer Zeit Trinkfreunde, aber irgendwie kommt es mir vor, als wäre es schon viel länger. Vielleicht, weil wir uns so gut verstehen. Immerhin kommen wir beide nicht aus diesem Dorf, obwohl es mir vorkommt, als wäre das nicht der einzige Grund. Wo wir gerade davon sprechen, Frau Evans, warum bist du in diese Stadt gekommen? Anstatt nur eine Hebamme zu werden, sollte ich vielleicht sagen, dass ich den Leuten Freude bringen will. Oh, was für ein Zufall, dasselbe gilt für mich. Also haben wir noch etwas gemeinsam. Zu viele Ähnlichkeiten werden zu langweilig. Wie wäre es mit einer Wette, um es interessanter zu machen? Eine Wette? Lass uns wetten, wer mehr Leute glücklich machen kann. Das klingt nicht schlecht. Lass uns das tun, Partner. Partner? Wir sind Partner darin, die Dorfbewohner glücklich zu machen, oder irre ich mich da? Nein, es ist wie du sagst. Mein Gott, ich weiß nicht warum. Tag 3. Ich kann die Morgensonne durch das Fenster sehen. Ich blinze ein paar Mal und stehe dann auf. Wie ich es mir gedacht habe, meine Kleidung ist zerknittert. Sophie-Obasan war 私と違って
意志が強い女性のようですね。Tante Sophie ist ganz anders als ich. Sie ist eine willensstarke Frau. Ist Herr Barclay aus meinem Traum derselbe, den ich kenne? Warum hat Mutter mich gebeten, Tante Sophie zu finden? Ich war noch ein Baby, als ich sie zum letzten Mal gesehen habe. Deswegen sollte sie sich an mich auch nicht erinnern können. Was soll ich jetzt tun? Das Sausauer machen, rausgehen. Wir gehen raus. Ich habe auf dich gewartet. Es ist schon da. Er ist schon da, als ich am Hintertor ankomme. Ich glaube nicht, dass wir eine Verabredung haben. Ich wollte auf dich warten, also lass mich. Sie sind wirklich egoistisch, Herr Ethan. Habe ich dir nicht gesagt, dass du mich außerhalb des Hauses Karl nennen sollst? Ich dachte immer, er würde sich nicht wie ein Adeliger verhalten, aber vielleicht ist gerade diese Seite an ihm charakteristisch für einen Adeligen. Sorry, ich muss mal ein Schlückchen trinken, das ist ein bisschen viel lesen. Adeligen. Ich habe irgendwie einen leichten Schwips, glaube ich. Okay. Huch. Was hättest du getan, wenn ich nicht gekommen wäre? Dann hätte ich morgen wieder auf dich gewartet. Frauen werden dich hassen, wenn du zu hartnäckig bist. Besser als ignoriert zu werden. Mit ihm gehen, zurück ins Haus gehen. Ach komm, wir können ja mit ihm gehen. Verstanden. Du bist doch zufrieden, wenn ich mit dir gehe, richtig? Verhältst du dich nicht ein wenig kaltherzig deinem Meister gegenüber? Du bist nicht mein Meister, Karl. Nun stimmt. Möchtest du eigentlich heute irgendwo hin? Ethan begleiten. Ich werde dich begleiten, Karl. Du wirst mich tun lassen, was ich will? Das ist viel besser, als ihn zu nerven. Ja. Na gut, ich will, dass du jemanden kennenlernst. Jemanden kennenlernen? Also, wer ist diese Person, die ich kennenlernen soll? Ich folge ihm, ohne Einzelheiten zu kennen. Sie ist jemand, der in den Vorfall vor 15 Jahren verwickelt war. Aber ich dachte, Herr Barclay war der Einzige, der in diesem Fall verwickelt war. Naja, eigentlich ist sie jemand, der involviert gewesen sein könnte. Er hält vor einem alten Haus an. Das ist der Ort. Sei leise. Emma, ich komme rein. Eine Frau liegt auf dem Bett in dem alten Haus. Oh. Du bist wiedergekommen? Sie versteckt ihr Gesicht unter einem Tuch, aber durch den durchsichtigen Stoff kann ich erkennen, dass sie schön ist. Oh, du hast eine Freundin mitgebracht? Ihr Name ist Saya, ein neues Hausmädchen, das kürzlich in unser Haus gekommen ist. Warum sagt Herr Ethan die Wahrheit? So ein junges Mädchen, was für eine Überraschung.
Na super, jetzt sehe ich, was uns später blüht. Es tut mir leid, wenn dich meine Erscheinung irritiert. Ich war einst ein Hausmädchen, das für die Ashford-Familie gearbeitet hat. Ich verstehe. Er muss seine Identität nicht geheim halten, weil sie ein ehemaliges Hausmädchen der Familie ist. Hat Herr Ethan dir von mir erzählt? Nein, um ehrlich zu sein, bin ich ein bisschen verwirrt. Ich habe dir nichts gesagt, weil ich dich überraschen wollte. Na, sie waren wieder böse, junger Herr. Ja, in Japan wird das ja bei Frauen sehr ernst genommen, ne? Ich glaube, wenn eine Frau da eine Narbe hat oder so, dann gilt sie als nicht mehr so wertvoll wie ohne. Also die sind da ziemlich pingelig drin. Du kannst mich Emma nennen. Ich verstecke mein Gesicht, weil ich eine Narbe habe. Green desu. Yoroshiku onegaishimasu. Mein Name ist Saya Green. Es ist nett, dich kennenzulernen. Nee, Emma. Ni 15 年前のことを詳しく教えて。Emma, würdest du ihr bitte von dem Vorfall vor 15 Jahren erzählen? まだそのことを調べてるんですか?イータン様。Sie forschen immer noch in diesem Fall nach, Herr Ethan? Sie klingt traurig. Das hört sich ja nicht sehr erfreulich an. Wenn ich darüber mit einem neuen Hausmädchen rede, wird sie noch kündigen. Das nimmt man für gewöhnlich an, aber sie ist anders und das hat mich neugierig gemacht. しかも話を聞くと、彼女には15年前にこの村で行方不明になったおばがいるみたいなんだ。エマ、何か知らない? Außerdem habe ich gehört, dass sie eine Tante hat, die seit 15 Jahren vermisst wird. Emma, weißt du etwas darüber? 私は、その事件の時はまだ、アッシュフォード家のメイドじゃありませんでしたし、詳しくは。Ich war noch kein Hausmädchen, als dieser Vorfall passierte. Ich kenne die Einzelheiten nicht.でも当時村にいたよね。知らないかな。助産師をやっていた女性。Aber du warst im Dorf, richtig? Kennst du nicht die Frau, die als Hebamme gearbeitet hat? 助産師。Hebamme? Sie scheint sich an etwas zu erinnern und starrt mich an. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, aber irgendwie konnte ich spüren, dass sie sich an etwas erinnert hat. もっとこっちに来て。Saya, komm näher.Emma? Emma? わかりました。Verstanden? Huch! 顔を触ってもいいかしら? Kann ich dein Gesicht berühren? かまいません。Es macht mir nichts aus. Sie berührt mein Gesicht mit zitternden Händen. まさか。Kann nicht sein?Emma, らしくないよ。何があったの? Emma, das sieht dir nicht ähnlich. Was ist los? そのおばの名前を教えてくれる? Kannst du mir den Namen deiner Tante verraten? Sophie です。Sophie Evans。Sophie, Sophie Evans。やっぱり! Sie ist es wirklich. Plötzlich weint sie, als sie den Namen meiner Tante hört. Emma?Sophie, ごめんなさい。私のせいで。私のせいで。Sophie, es tut mir leid. Das ist alles meine Schuld. Wegen mir. 落ち着いて、Emma! Beruhige dich, Emma. Was passiert hier? そこにある水を持ってきて。Saya, bring mir das Glas Wasser. はい。Natürlich.Emma, さん、一人にして大丈夫ですか? Ist es okay, Frau Emma allein zu lassen? そっちの方が早く落ち着けると思ってね。So sollte sie sich besser beruhigen können. なんか、ごめんね。Emma があそこまで取り乱すとは思わなくて。
Tut mir leid, ich hätte nicht gedacht, dass sie so die Kontrolle verlieren würde. Ethan-sama-no-sei-ja-arimasen. Watashi-koso, Emma-san-ni-shigeki-o-atae-ta-mitai-de. Moushi-wake-arimasen. Es ist nicht ihre Schuld, Herr Ethan. Ich muss mich entschuldigen, dass ich ihr solch einen Schrecken eingejagt habe. Für was denn bitte? Hora, koko-da-to, Karl-te-yonde-kure-nai-to. Hey, nenn mich hier Karl. Ah, ich bitte um Verzeihung. Emma-no-koto-wa-kini-shinai-de. Motomoto-amari-chou-shi-ga-yoku-nakatta-nda. Sore-ni-kimi-o-sasotta-no-wa-boku-da-shi-ne. Vergiss das mit Emma. Seit das mit der Narbe passiert ist, geht es ihr nicht gut. Und denk dran, ich war derjenige, der dich hierher gebracht hat. Aber ihrer Reaktion nach zu urteilen, kennt Emma deine Tante und sie muss in den Vorfall vor 15 Jahren verwickelt sein. Du hast recht. Hattest du Angst? Ich war nur überrascht. Du bist so ruhig. So yu koukei ni nareteiru dake desu. Haha mo byoushi datta monode. Ich bin nur an solche Situationen gewöhnt. Meine Mutter ist auch an einer Krankheit gestorben. So. Ich verstehe. Er sieht mich traurig an. Hör auf, ich mache mir sonst noch Vorwürfe. Ne, kimi no oba tte donna hito nano? Wie ist deine Tante so? Haha wa akarui hito da to itte imashita. Meine Mama hat gesagt, sie war eine fröhliche Frau. Also ganz anders als du? Denke ich auch. Findest du das, was ich tue, falsch? Er fragt mich das ganz plötzlich. Warum fragst du so etwas? Die scheint etwas zu beschäftigen. Du sagst selten, was dir auf dem Herzen liegt. Und ehrlich gesagt war ich überrascht, als du gestern zugestimmt hast, meine Partnerin zu sein. Deine Stille heißt wohl, dass ich recht habe. Ich denke nur, es wird nichts Gutes passieren, wenn du die Wahrheit herausfindest. Warum denkst du das? Herr Barclay und Frau Emma, alle haben versucht, die Wahrheit vor dir geheim zu halten. Meinst du nicht, das haben sie getan, weil etwas Schlimmes passieren würde, wenn du die Wahrheit erfahren würdest? Findest du nicht, dass du glücklicher bist, wenn du es nicht weißt? Frau Emma ist es schlechter gegangen, weil sie von mir erfahren hat. Ich bin nicht so kaltherzig, dass ich keine Schuld empfinde. Der Spruch hört sich voll geil an. Ich bin nicht so kaltherzig, dass ich keine Schuld empfinde. Episch. Muss ich mir gleich aufschreiben. Aber Saya, es gibt keine Garantie, dass man nie unglücklich sein wird, wenn man es nicht weiß. 15 Jahre Es hat wehgetan, als ich erfahren habe, dass die Ashford-Familie wegen diesem Vorfall vor 15 Jahren gehasst wird. Aber selbst wenn ich es nie erfahren hätte, bedeutet das nicht, dass diese Tatsache nicht stimmen würde. Und da ich es weiß, kann ich mich nun vor Barclay in Acht nehmen. Willst du damit sagen, ist es gut, jemanden zu verdächtigen? Es ist wirklich kein gutes Gefühl, aber weil ich es weiß, kann ich jetzt sehen, wie gefährlich es war, dass ich ihm vollkommen vertraut habe. Du bist stark. Jemand mit seinem starken Willen wie er sollte nicht in diesem Café kommen. Ich habe einen Hinweis gekriegt. Ich bin nicht so stark. Mir fällt es leichter, mich so zu verhalten, wie andere es mir sagen. Hast du deswegen zugestimmt, meine Partnerin zu werden? Wakatta. Kikkake ga nan de are, kimi wa boku no aibou ni chigai nai. Keredo,
これだけは言っておく。Na schön, du bist meine Partnerin, egal warum, aber lass mich eines sagen. 15年前の真実を必ず暴いてやる。そして、君が知ってよかったと思えるように努力する。約束だ。Ich werde die Wahrheit hinter dem Vorfall vor 15 Jahren herausfinden und ich werde mein Bestes geben, dass du dankbar dafür bist, die Vergangenheit zu kennen. Du hast mein Wort. Das brauchst du nicht zu sagen. Vertrau mir, wir sind Partner. Herr Ethan ist eine sehr seltsame Person. Wenn ich so in seine ernsten Augen blicke, will ich seinen unvernünftigen Versprechen glauben. Es ist ziemlich spät, ich gehe schon mal zurück. Bis später. Herr Ethan, kann ich deine Worte ernst nehmen? Ich gehe schon mal. Danke für heute, Saya. Bitte räum den Tisch ab. Verstanden? Ne, komm in mein Zimmer, wenn du mit dem Saubermachen fertig bist. Verstanden? Was will Herr Ethan von mir? Komm herein. Entschuldigen Sie mich. Du hast heute nichts mitgebracht? Ja, weil Sie beim letzten Mal unzufrieden schienen. Eigentlich hatte ich mich darauf gefreut. Ich bereite jetzt etwas vor, wenn das ein Befehl ist. Soll ich? Nein, das kannst du nächstes Mal machen. Wie auch immer, bitte komm morgen nochmal mit zu Emma. Ist das wirklich in Ordnung? Was meinst du? Ich fürchte, ihr könnte es wegen mir schlechter gehen. Beim zweiten Mal sollte sie nicht mehr so geschockt sein. Willst du denn nichts über deine Tante erfahren? Sie möchten mehr wissen, nicht ich, Herr Ethan. Du hast recht. Also, hast du noch immer Angst vor der Wahrheit? Was soll ich tun, wenn ich mehr über meine Tante herausfinde? Soll ich den Wunsch meiner Mutter folgen und zu ihr gehen? Aber was mir noch mehr Sorgen bereitet... Sollten Sie nicht bei ihr sein, anstatt nach der Wahrheit zu suchen? Ich habe das jeden Tag gemacht. Frau Emma hat mich an meine Mutter erinnert, als sie noch am Leben war. War es schmerzvoll für dich? So ist es nicht so, dass ich sie nicht. Das meine ich nicht. Wollen Sie ihr nicht noch etwas anderes sagen? Emma-san, sie hat vielleicht nicht mehr lange zu leben. Meine Worte überraschen mich selbst. Wollte ich mehr mit meiner Mutter reden? Ich habe nie zuvor über so etwas nachgedacht. Na schön, ich werde morgen nichts fragen, aber ich werde sie nicht aufhalten, wenn Emma selbst darüber sprechen will. Ich wünschte, ich könnte sie zu einem besseren Arzt bringen. Es muss ihnen wohl auch wehtun. Ich werde sie morgen begleiten. Ja, bitte. Herr Ethan. Sind Sie bereit, den Tod von jemandem zu erleben? Wie ich es mir dachte, du bist hier.
Mittlerweile bin ich an diese Situation gewöhnt. Ich frage mich, ob ich den Hinweis gefunden habe, den er heute erwähnt hat. Es ist schwer zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Er wird sich verwandeln. Nur eine Minute. Ich beeile mich und lege mich auf das Bett. Das sollte meine Kleidung weniger verknittern. Nur zu. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du dich zu schnell an eine Situation gewöhnst? Kann ich nicht behaupten, auch wenn du mich so lobst. Lass uns anfangen. Wie war es heute? Wir müssten ihn gefunden haben. Es scheint, als hättest du gute Arbeit geleistet. Muss ich diesen seltsamen Traum wiedersehen? Schließ deine Augen. Verstanden. Vergangenheit. Anders denken. Aber meine Lieben, ich muss Schluss machen. Und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. で、どうなの?